Auch wenn sie es behaupteten, das Volk waren sie gestern Abend eben nicht. Mit ihrem Düsseldorfer Auftritt wollte sich Dügi da eigentlich etablieren. Doch das ging gründlich schief. Überwältigend. Die Versammlung der Gegner der rechten Islamkritiker, rund 5.500, kamen zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Bilder aus Dresden, die haben mich schockiert. Zum Glück ist es hier nicht so schlimm, aber ich möchte nicht, dass es hier so schlimm wird. Und es war auch gar keine Diskussion in der Familie. Wir haben sofort gesagt, alle, wir gehen auf jeden Fall hier heute hin. Die Attentate in Frankreich brachten den Islamgegnern in Düsseldorf keinen Zulauf. Rund 350 Dügida-Anhänger kamen. Melanie Dittmer, Anmelderin der Demonstration und Vorstandsmitglied der rechtsextremen Partei Pro NRW, glaubt, das werde sich noch ändern. Die Menschen im Westen seien halt konsumgesteuert und bequem. Und wenn das mit den Arbeitsplätzen so weitergeht und mit der Massenzuwanderung, dann können sich gefasst machen, dass hier auch noch mehr Leute auf die Straße gehen. Dumpfe Ängste schüren gegen Migranten. Es ist die alte rechtsextremen Masche. Doch das zieht in Deutschland vor allem in Sachsen Anhänger auf die Straße. Eine Übersicht. Pro Pegida demonstrierten gestern rund 31.000 Anhänger bundesweit, davon allein 25.000 in Dresden. Die Gegendemonstranten brachten bundesweit deutlich über 100.000 Menschen auf die Beine. Was bedeutet das für die Anti-Islam-Bewegung gerade im Westen? Welche Aussichten hat Pegida hier? Ich stelle erstmal mit Zufriedenheit fest, dass Pegida hier in Nordrhein-Westfalen wirklich eine sehr kleine Gruppe ist von Menschen, die oft auch aus dem rechtsextremen Spektrum seit Jahren leider bekannt sind. Ich glaube nicht, dass das großartig anwachsen wird. Und in Düsseldorf, wo sich die Stadt gerichtlich erstritten hatte, öffentliche Gebäude aus Anlass des Pegida-Auftritts zu verdunkeln, hier glaubt der Oberbürgermeister von den Islamkritikern nicht mehr allzu viel zu hören. Sie werden die Demonstration anmelden, aber ich glaube, der Zulauf wird noch viel geringer sein. Ich bin sehr glücklich, was gestern Abend hier in Düsseldorf stattgefunden hat. Wir hatten eine sehr eindrucksvolle Demonstration dessen, wofür diese Stadt steht. Die Pegida setzt weiter auf wöchentliche Auftritte. Morgen in Köln, Montag in Duisburg. Sie hoffen, dass ihre Gegner irgendwann ermüden. Doch auch die wollen nicht locker lassen.